weil du die magst. In welcher Frage fängst du denn an? Ich könnte mit der anfangen, die ich gerade genannt habe. Die Atmosphäre ist sehr gut. Wir machen das hier alles ziemlich familiär. Also wir möchten hier nicht, dass irgendeiner einen Dicken raushängen lässt. Ich bin der Chef und du bist der Arsch oder so, sondern es ist schon familiär. Wenn es Probleme gibt, sprechen wir darüber. Wir machen das schon ganz gut hier. Hi. Und bei denen man auch mal wirklich was lernt. Die Arbeitsatmosphäre wird bei uns groß geschrieben. Ja? Das Klima in diesem Laden ist so toll. Jeder wird hier wie in einer Familie empfangen und man kann sich kein besseres Arbeitsklima vorstellen. Hör auf, sag mal. Also, nein, also es ist alles ziemlich familiär hier. Wenn jemand irgendwas sagen möchte, dann macht er das. Also es läuft hier nicht so mit, ey du Arschloch, ey du Penner oder irgendwie sowas, sondern wir sind hier alle sehr lieb. So ein Arschloch. Wir gehen hier harmonisch miteinander um. He's all about you. Ja. Mobbing. Ist das so angenehm für dich? Ja, genau, ja. Das ist unangenehm? Nein. Oh, wiederholen. Was? Hey, komm nicht runter! Was denn? Du Schwein. Nein, wir sind wie Brüder hier. Es ist einfach ein Traum, hier zu arbeiten. Arsch! Familiär halt. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Klar, in jeder Familie gibt es mal Streit. Achso. Oh, was denn? Dein Ernst, ich muss jetzt nicht so sitzen. Doch, muss so. A sieht scheiße aus. Und B ist es völlig unnötig, so zu sitzen. Aber ja, mach doch mal richtig. Nee, du solltest schon so sitzen bleiben. Aber das wird hier sehr seriös geklärt. Der Kunde ist hier König und so behandeln wir uns natürlich auch gegenseitig. Sheriff tätowiert mich. Und ja, ich bin mit seinen Werken sehr zufrieden und er ist auch immer nett zu mir, muss ich sagen. So, das wäre schon mal. Darf ich einmal das? Nein! Ja, wir tätowieren uns auch gegenseitig, ja. Warte, das ist doch hier so ein Bootsfahrer-Tattoo. Titanic-Tattoo. Von den letzten Motive war raus. Ja, fast wie in der Disco hier. Genauso wie in der Disco hier, will auch keiner mit dir tanzen. Ja, das läuft also recht friedlich ab. Klar sagt man dann immer, ey, kannst du nicht da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Aber es ist schon harmonisch, freundschaftlich. Man geht respektvoll miteinander um. Nicht Tüte, ey. Kommt her. Ja klar, Sheriff braucht natürlich noch eine Menge Übung. Nein, das müssen wir nochmal machen. Also wir versuchen, also zu 95% achten wir darauf, klar kommt mal immer was dazwischen, er muss früher weg, ich muss früher weg und wenn es dann die Lage erlaubt, dann machen wir mal früher zu. Aber 100%, aber 100%, aber auch 200%, du Arschloch. Wegen dir will ich nämlich jetzt nicht einkaufen. Wegen mir? Ja. Wieso wegen mir? Weil du das hier fertig hast. Wie bitte hast du auf den Tacho geguckt, wir haben noch offen. Das ist immer das mal mir vor. Wir sind ab 2 Uhr hier. Meistens öffnen wir natürlich schon 15 Minuten früher, damit, falls Leute auch mal zu früh kommen, wir dann trotzdem schon da sind. Wir wollen ja niemanden verpassen. Aber in der Regel sind wir eher länger hier als kürzer. Also es kann auch schon mal 21 Uhr werden statt 20 Uhr, aber wir schicken keinen weg. Ich weiß mein Passwort nicht mehr. Das ist eine Leidenschaft. Also es ist mehr eine Leidenschaft, Hobby und das Ganze zum Beruf. Also es ist schon... Es gibt so Tage, die nenne ich dann Sonntage, so, und das ist dann scheiße. Dann setze ich mich manchmal ins Auto und fahre ins Studio. So. Also das ist, wir sind schon gerne hier. Das Tätowieren ist ja, das heißt ja auch Tattoo-Kunst, sich diesen Lebensstil einfach leben, dass man seinen Traum wahr macht und einfach ja, seine Kunst in der ganzen Welt verbreitet und damit seinen eigenen Ruf. Und später möchte ich auch meinen eigenen Laden damit aufbauen. Meine Kunst, oder ich möchte gerne, dass Leute meine Kunst tragen und das auch gerne tun. Und auch stolz sind und sagen, hey, das habe ich von Julius. Warte, Gott. Klar, aber Sheriff ist ein total netter Kumpel und ja, ich könnte mir keine andere Studie vorstellen, in dem ich jemals arbeiten möchte. Laurent, also, folgende Situation hat sich abgespielt. Da sagt Julius zu mir,
in einer kleinmütigen Stimme, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hinkriege, warte, so Mark Klemm. Los, Gerrit! Ja! Sag mal! Was denn? Hast du ein Problem damit, wenn ich mal für ein paar Wochen in ein anderes Studio gehe? Hä? Finde den Fehler. Er wollte ernsthaft Balou mich für einen kurzen Zeitraum verlassen. 2-3 Wochen. Ist doch widerlich, oder? Der wird nicht mal rot dabei. Wenn man seinen Horizont erweitern will, dann muss man noch mal was anderes. Ja, dann geh doch endlich mal zur Schule. Weil wir sind so aus dem Nichts gekommen, sind ziemlich klein angefangen, ziemlich chaotisch angefangen und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Mein Wort. Nein! Mein Wort. Ich will auch deine scheiß Murmel nicht anfassen. Du musst die Murmel nicht anfassen. So. Was machst du denn? Nein! Der Sheriff hat mir alles gezeigt, was ich weiß. Von daher bin ich ihm auch sehr dankbar dafür. Hat doch gesagt, da wo du Ahnung hast. Ja, kommt uns mal besuchen und macht euch selbst mal ein Bild, wie es hier so abgeht. Wie so drauf sind. Hör auf, lass das. Ich kann es wirklich nicht an. Und ist immer lustig, ist immer was zu lachen. Finde das Ei oder was? Finde das Ei. Ja, abschließend kann ich da eigentlich nur noch eine Gestik zu machen und die wäre dann so.